erzählen. Hier ist Alexa Hennig von Lange. Alexa Hennig von Lange. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Was darf es denn sein? Wein oder Wasser oder gemischt? Ich weiß, wo er steht. Weißwurst? Möchtest du einen Weißwurstsaft? Wir haben Saft von einer Weißwurst da. Ich schenke dir einfach einen Wein ein, okay? Ja. Du, Hubert von Geusern hat übrigens ein Fortbewegungsmittel benutzt, das dir wahrscheinlich gefallen würde. Ein Schiff, das fährt sehr langsam und du hast so wie ich ein bisschen Flugangst und bist deswegen mit dem Zug hierher gekommen. Ja, war die Zugfahrt schön? Danke. Ja, aber es hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Ebene, auf der man sich bewegt. Luft, Erde, Wasser. Hör zu. Ich bin. Wie, hört ja, er ja. Sonst nicht zu? Wenn doch, ich, aber es ist, jetzt lernt er was. Ach so. Aber du weißt, wenn das Flugzeug nur 2 Meter hochfliegen würde, würde es gegen jeden zweiten Baum krachen. Das macht das ja nicht extra. Okay, das ist schon extrem konfus, diese Unterhaltung. Du bist mit dem Zug angereist. Ja. Die Frage war, und das ist ja eine erlaubte Frage, ob die Zugfahrt schön war. Ach so, ja. Herrlich war es. Ja. Ja? Ja. Aber ich hatte verschiedene Umsteigemöglichkeiten und einige wurden aufgehoben und mir wurde geraten, wann anders umzusteigen, weil es Verspätungen gab. Ach so. Ich wäre fast nicht angekommen. Das wäre traurig gewesen, weil dann können wir dieses schöne Gespräch nicht führen. Ich liebe dieses Gespräch. Ja. Was machst du, wenn du im Zug sitzt? Kannst du so wie ich stundenlang einfach gar nichts machen? Nur so gucken, so. Ja, durchaus. Stundenlang. Ich denke dann nach. Worüber? Über immer die gleichen Sachen. Welche? Ja. Haare, weil du dir gerade anfasst? Worüber denke ich denn bloß nach? Naja, über alle Sachen, über die man eigentlich gar nicht nachdenken möchte. Probleme. Oh. Probleme, Weltprobleme oder persönliche Probleme? Oh ja, meine. Deine Probleme? Was hast du für Probleme? Es wirkt nicht so, als hättest du welche. Du bist eine sehr attraktive, erfolgreiche Frau. Was hat die für Probleme? Zum Beispiel, dass sie nicht ins Flugzeug steigen kann. Genau. Und 10 Stunden von Berlin bis hierher fährt. Ich überlege gerade, mein Gott. Überleg nur. Ich könnte den Zug machen inzwischen. Das Bist du eine eigentlich, die im Abteil dann mit den Leuten redet oder verschließt du dich vollkommen? Es gibt Großraumwagen. Ja. Anders gestellt, bist du eine, die im Großraumwagen mit den Leuten redet oder verschließt du dich eher? Gibt's nur noch Wein? Ja. Weil es gibt bei der Bahn gibt es, kann man sich so Sticker kaufen, da steht drauf, für die Bahnfahrten, ich spreche gern. Damit der Gegenüber sehen kann, ah, den darf ich ansprechen. Ja, unerträglich. Also nein, ich hatte eine Rückenlehne vor mir. Ich habe Musik gehört. Rückenlehne vor dir? Ja. Aber das deine heißt, Rückenlehne vor dir ist ja... Ach so, ja, verstehe schon. So. Und du hast du gelesen? Oder hast du Walkman gehört? Ja, ich habe, ich habe einen Laptop und da habe ich Musik drauf. Ja, ja. Und ich höre immer die gleiche Musik. Und dann habe ich diese Musik mehrfach gehört. Ja, was war das denn nun schon wieder? Mein Gott. Baby Shambles habe ich gehört. Oh. Da habe ich mich von einem Songtext, Lyrics, sehr angesprochen gefühlt. Ich kann ihn leider nicht wiederholen, obwohl ich dieses Lied... Fucked forever. Ja? Vielleicht. Ja, ich denke, das war irgendwie so. Du hast ja, wenn du deine Bücher schreibst, hörst du immer ein bestimmtes Lied. Ja. Das musst du hören, bis das Buch fertig ist. Das kennen wir von Thomas Glavinitsch, einem österreichischen Schriftsteller, der macht das auch. Ja. Bei deinem Buch, deinem letzten Buch, hast du angeblich Joe Cocker gehört.
Ist das denn für Leute aus unserer Generation cool? Sind wir die gleiche Generation? Na. Was ich mir bei meiner nächsten Zugfahrt für Sorgen machen werde. Generation doof. Ja. Entschuldigung. Nein, aber wenn Leute aus deiner Generation das hören, wenn schon Leute aus meiner Generation das nicht mehr hören. Nein, es lachen viele Leute drüber, dass ich das höre. Ich glaube, meine Ehe ist daran zerbrochen, ehrlich gesagt. Ist deine Ehe zerbrochen? Ja, das ist eins der vielen Probleme. Oh je. Ach so, aha. Ja. Aber vielleicht hast du unterbewusst... Warum habe ich das gerade gesagt? Das Zugfahren macht so monoton. Ja. Ja. Liebe Alexa, darf ich dir eine ganz normale Frage stellen und ich erbitte eine ganz normale Antwort darauf? Ja. Du hast in früheren Jahren auch für die RTL-Sendung Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geschrieben. Richtig, und du hast das aufgehört, weil du privat auch in diesem Jargon geredet hast. Stimmt das? Ist nicht wahr? Oh Gott, sind das viele Informationen. Weil du begonnen hast, in genau dieser Sprache tatsächlich zu reden, und das hat dich dann überfordert. Überfordert, ja. Nein, das war anders. Ich habe natürlich für die geschrieben. Sehr klar. Ja, klar. Also, na klar ist das nicht. Doch, die wenigsten hier haben für gute Zeiten, schlechte Zeiten geschrieben. Naja, ich lebe in einer anderen Welt. Ist dein Ton runtergefallen? Nein. Nee, ich mach schon. Ist dein Ton runtergefallen? Nein, aber dahinter ist ein Kleber. Den klebe ich gerade wieder fest. Du warst, ich hoffe, das stimmt, auch Model für Benetton, weil du dieser schöne irische Typ bist, so ähnlich wie ich. Auch das stimmt nicht. Aber das denken die Leute. Einer hat angefangen, das aufzuschreiben, alle anderen haben es abgeschrieben. Das ist ein Wahnsinn, was die Redaktion mit daher